Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge School Stories. Das heutige Thema sind Fuckboys und Stalker. Und selbstverständlich lese ich am Ende des Videos wieder eine Schulgeschichte von euch vor. Also wenn ihr in die neue School Story Folge kommen wollt, dann abonniert meinen Kanal, dann aktiviert die Glocke, um kein neues Video zu verpassen und haut in die Tasten. Die Geschichte begann an einem ganz normalen Unitag. Meine Freundin Emily hatte zwei Kurse frei bis zu ihrem letzten, den wir gemeinsam hatten. Und deswegen kamen wir auf die glorreiche Idee, hey, komm doch einfach mit in einen meiner Kurse. Gesagt, getan, ist er einfach mit mir mit, obwohl wir zwei verschiedene Studiengänge haben. Der Raum war noch abgeschlossen, der Dozent war noch nicht da und da habe ich einfach mal die Gelegenheit genutzt, sie meinen Freunden vorzustellen. Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe auch gehört, dass diese Spülung von DM ganz gut sein soll. Ich habe noch nie davon gehört. Ich benutze halt eigentlich nur Shampoo. Warum Freunde? Weil dieser eine Dude nicht mal zu unserem Freundeskreis gehört hat. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Kai. Und ihr müsst euch Kai so vorstellen. Lange, lange Haare. Ein lang, lang, lang Bart. Also nicht falsch verstehen. Ich habe wirklich kein Problem damit, wenn Typen lange Haare haben. Aber seine Achselhaare waren länger als meine Haare auf dem Kopf. Ich habe ihn durch eine Projektarbeit kennengelernt. Dabei war er nicht mal in meiner Projektgruppe. Wir hatten ein Projekt, das ging über ein ganzes Semester lang. Es war ein Online-Spiel und der ganze Studiengang musste in Gruppen gegeneinander spielen. Desto mehr Punkte du in der Gruppe bekommen hast, die haben auch für deinen eigenen Player gezählt. Und wenn dein eigener Player auf Level 15 war, hattest du einen 1,0-Bonus, den ich natürlich geschafft habe. Jedenfalls habe ich mich mit einer aus dieser Gruppe angefreundet. Und die war mit Kai befreundet, der über meine Präsenz nicht so amused war. Boah, ich habe mir gestern diese Geschmacksbohnen von Harry Potter gekauft und vielleicht können wir die mal ausprobieren. Ah, oh mein Gott, ja, lass das wirklich Samstag mal machen. Aber dann vergiss bitte nicht, dass... Du tauschst ernsthaft so eine gegen mich ein? Bitch! Ich sitze neben dir. Ich habe Ohren, ich kann dich hören. Und ich habe ein Herz, womit du mich verletzt hast. Meine Meinung gegeigt? Nein, Mann. Ich bin ein Internet-Rambo. Ich knechte nur Leute vor der Handycam. Ich habe so getan, als ob ich es nicht gehört hätte. Aber es kam noch besser. Wir haben Nummern ausgetauscht, weil ich dachte so, der kann mir vielleicht weiterhelfen beim Spiel, wenn ich mal hängen bleibe. Aber zurück zur eigentlichen Geschichte. Wir stehen vor dem Raum und unterhalten uns über Haarpflege und ihr müsst wissen, Emily ist sehr, sehr, sehr sozial. Sie ist halt immer nett zu allen. Sie kann nicht Nein sagen. Sie versucht, jeden ins Gespräch zu integrieren. Du hast hier ziemlich lange Haare. Was benutzt du so für Haarprodukte? Am Abend des Tages bekomme ich dann ganz, ganz viele Nachrichten von ihm. Wie es denn der Emily geht, ob sie irgendwas über ihn gesagt hätte, ob ich ihr seine Nummer geben kann. Bin ich deine Duff oder was? Duff. D-U-F-F. Designated Ugly Fat Friend. Der hat dann so lange gespammt, bis ich gesagt habe, okay Boy, ich nehme deine Nummer und schick sie ihr. Was sie dann damit macht, ist dann halt ihre Sache und nicht mein Problem. Wie soll es dann auch anders sein? Sie hatte Mitleid mit ihm und hat ihm kurz geschrieben. Und es stellte sich dann raus, dass die beiden das Zweitfach zusammen studieren. Es gibt Leute an der Uni, die studieren einfach und es gibt Leute, die studieren zwei Fächer. Und die beiden hatten halt dasselbe Hauptfach. Eigentlich war alles recht auf gechillter Basis, aber dann... Plot Twist, der Typ hat eine Freundin. Ah, alles klar. Wusste ich nicht. Emily hat ihn abgeblockt, aber er hat einfach nicht nachgelassen. Mittlerweile stand dann auch schon die mündliche Prüfung an. Ich hatte meinen Termin zwei Tage vor ihm. Er hat mich noch so gefragt, yo, was kam vor, bla bla bla. Aus dem Rest habe ich mich total rausgehalten. Danach folgte der Ruhe vor dem Sturm. Drei Tage keine Nachricht. Und dann BÄM! Oh, was will der denn jetzt schon wieder, ey? Peter, hier ist Lucy, die Ex-Freundin von Kai. Ich wollte dir nur mal sagen, lass dich nicht auf den ein. Der hat mehrere Mädels am Start. Ich weiß, ist der Schuck. Er hat ernsthaft alle Chatverläufe mit allen Mädchen gelöscht, außer meinen. Warum ich das weiß? Weil Emily keine Nachricht bekommen hat. Meine Theorie ist es, dass er meinen Chat einfach gelassen hat, weil es einfach auf Unibasis war. So ein Schlingel. Was ich halt bis jetzt nicht verstehen kann, ist, dass er vier Tussen am Start hatte. Tut mir wirklich leid, dass ich das sage, aber er sieht nicht so aus. Wie endete die Geschichte? Yeah, gute Frage. Kai und ich haben seitdem kein Wort mehr gewechselt und Emily wurde von ihm gestalkt. Er hat ernsthaft dieselben Kurse belegt, ist sich immer irgendwo zu ihr gesetzt und sich für dieselben Gruppenarbeiten eingetragen.
Ja, das war's dann von meiner Seite aus. Und nun kommen wir zu einer Geschichte von euch. Und die heutige kommt von Maya. Also hier ein kleiner Fail, der mir in der 7. oder 8. Klasse passiert ist. Mein damaliger Spanischlehrer war echt richtig hübsch und ich war von Anfang an so ein bisschen verknallt in ihn. Also wenn du weißt, was ich meine. Als wir einmal mit ihm auf Klassenfahrt gefahren sind, ist auch sein Bruder mitgefahren. Und den fand eine Klassenkameradin von mir ganz gut. Als wir dann Bundesjugendspiele hatten, haben wir irgendwie darüber geredet und ich habe dann gesagt, dass wir ein Doppeldate haben können. Sie mit dem Bruder und ich mit dem Lehrer. Auf einmal habe ich bemerkt, dass neben uns seine Frau gelaufen ist und sie hat es wahrscheinlich gehört. Das ist mir bis heute so unglaublich peinlich. Cringe! Oh Maya, das ist echt voll peinlich. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Tschüss!